kritischen Applaus. Herzlich willkommen in Deutschland, in Köln, den Direktor und Produzenten von Final Fantasy XIV, das ist Naoki Yoshida! シリーズ最新作となるファイナルファンタジー14ザ・レルムリボーンの紹介をさせていただくこと本当に嬉しく思ってます。今日はどうぞよろしくお願いします。Also er freut sich sehr hier zu sein, euch mal kennenzulernen. Weil in Japan weiß man, Deutschland begeisterte Final Fantasy Fans. Und er ist zum ersten Mal hier und hat gesagt, ich bin gespannt auf meine Fans. Und ich freue mich, euch alle kennenzulernen. Also, herzlich willkommen. じゃあ、ファイナルファンタジーシリーズのどのナンバー、どのタイトルが一番好きですか？Welcher ist euer Lieblingsteil? Vielleicht mit den Fingern mal so hochzeigen. Seht ihr das? 5? 10? 7? Auch 5? 7 ganz oft, 6 habe ich gesehen, 14? War auch schon mal 8? 7. やっぱり、こうやってね、ドイツの皆さんにもファイナルファンタジーシリーズを楽しんでいただけると本当に嬉しいです。今日は、その中でもファイナルファンタジー14に関して、Screenshots, Konzeptzeichnung zum allerersten Mal auch live, wie hier gespielt wird. Final Fantasy XIV は2010年9月30日にすでにサービスをスタートしている MMORPG Windows 版でのみ今はもうサービスをしていますが MMORPG になってます。 OK, na du weißt das von euch jetzt wissen, erklärst trotzdem mal ganz kurz. Final Fantasy XIV gibt es seit knapp 2 Jahren, Ende September 2010 auf den Markt gekommen für Windows PC. Im Moment noch ist ein MMORPG, also ein Rollenspiel im Internet mit möglichst vielen Spielern. Im Herbst wird diese Form aber, und das ist besser gesagt, im Winter komplett neu geboren, steckt noch im Wort drin, A Realm Reborn, die Wiedergeburt eines Königreiches. Hi. So steht wohl für Final Fantasy XIV war. Final Fantasy XIV, The Realm Reborn, so steht. PlayStation 3 も含めて、インターフェースもそれからストーリーも全てゼロから一新して全く新しいファイナルファンタジーシリーズの最新作として皆さんの前に登場しようとしています。Er sagte, könnt ihr glauben, wir haben wirklich alles neu gemacht. Serversystem, Client, also User Interface, Benutzeroberfläche, Gelände, wir haben alles immer aufgebaut, wird dann für PlayStation 3 und PC rauskommen. Yoshida-san?Final Fantasy ist ja bekannt, dass die Geschichte immer sehr tiefgründig ist, komplexe Geschichte, die man abtauchen kann, die Grafik ist immer sehr wichtig. Wie wird sich das dann hier auswirken bei Final Fantasy XIV A Realm Reborn? もちろんですね、まずグラフィックスの話からなんですけども、皆さん Final Fantasy シリーズに期待していただくのはまずグラフィックスの美しさだと思います。で、グラフィックスに関しては今回 MMORPG でありながら、MMORPG の中でも世界最高と言えるだけのグラフィックスを用意してあります。Die Grafik ist enorm wichtig, kommt nochmal auf die Bilder drauf. Hier ist zum Beispiel der erste Screenshot, den ihr mitgebracht habt, hier der zweite. Also ihr habt wirklich sehr fleißig lang gearbeitet, sehen wir im Live-Spiel auch. Es soll einem Rollenspiel gerecht werden und vor allem der Final Fantasy Tradition gerecht werden. Natürlich, die Grafik ist nicht nur die Gameplay, Game Story. Natürlich, Final Fantasy Series war 14 auch MMORPG, die hat vorher RPG, also die vorher mal den Neuen.Yoshida-san sagt, was er langweilig findet, ist, wenn die Geschichte schnell erzählt ist, man nicht so viel Spielspaß hat. Kennt man ja auch von Filmen, wenn die Story dünn ist, Effekte toll, denkt man, sagt man auch, naja, eigentlich viel Inhalt drin. Er möchte, dass viel Inhalt drin ist, eine komplexe Story, die er abtauchen könnte. Das ist ihm selber persönlich sehr, sehr wichtig. Was ist denn mit Charakteren, die wir schon kennen? Wer taucht da wieder auf?もちろんね、シリーズおなじみのキャラクターというのもたくさん登場します。皆さん、チョコボってご存知ですか？チョコボーズ、最近にチョコボーズ。
Chocobos. Sagt, sie müssen dabei sein. Die sind nicht so toll. Natürlich sind sie da. もちろん、チョコボだけじゃなくて、まあ、チョコボ今回ジャンプしますからね。なかなかしてくれる、チョコボ。はい、モーグリも登場しますよ。Die Monkeys seht ihr auch schon hier, der Ballon zu sehen, der Poké-Postbote. Auch die spielen eine wichtige Rolle. Mehr wollte man nicht so ganz erzählen. Was ist denn mit Monstern, die man beschwören kann? Welche Monster können wir denn da herbeirufen? Also, もちろんね、Final Fantasy ist Monster といえば、皆さん、召喚獣、あの、皆さん召喚獣ご存知ですよね。今回、Final Fantasy XIV、レルフリボーンでは、モンスター、あの、召喚獣が全て、総登場します。イフリートも、ガルーダも、ファイターも、リヴァイアさんも、ラムーも、シバーも、オーディンも登場しますので、ぜひ、皆さん、その派手なバトルをね、楽しみにしててください。Er sagt, na klar, Marco, Monster gehören dazu, was wäre das sonst für ein Spiel? Ich zeige euch mal ein paar. Wir können mal testen, seid ihr Fans? Wer ist das? Ihr seht, nächste Zeichnung. Garuda, richtig. Und wer ist das? Titan. Leviathan, wen haben wir noch? Ramu. Und als letztes, wir kennen alle, Odin, exakt. Genau, die tauchen also alle auf. Welche Wesen noch? あのもちろんね、こうやってシリーズ、あの召喚獣だけじゃなくてね、シドも登場します、エアシンプ、飛空艇も出てきます、それに加えて、例えばファイナルファンタジー3のラストダンジョンであるクリスタルタワーがレイドダンジョンとして皆さんの挑戦を待ってます、それ以外にも FF6 の魔導アーマー、あれがマウントシステムとしてプレイヤーの皆さんに乗れるようになりますし、あのカジノもアップデートで入る予定です。カジノの名前はね、もちろんファイナルファンタジー7でおなじみのゴールドソーサーをテーマにしたカジノを入れるつもりなので、ぜひね、そういったファイナルファンタジーシリーズの要素を楽しみにしててください。 OK、er hat gesagt, es gibt noch so viel, was bekannt ist, was wir eingebaut haben. Sid ist dabei, die Luftschiffe sind dabei, aus Final Fantasy 6, wer hat das gespielt? Die 6, ja, die Juggernauts aus dem dritten Teil, wer hat den dritten Teil gespielt? Der Kristallturm, dann die Gold Source, aber Genügungszone aus dem siebten Teil, wer hat den siebten gespielt? Das sind die meisten von euch, wie ich sehe. All das lassen wir hier mit einfließen, um auch möglichst viel Spaß zu haben und euch noch Vergnügen zu bereiten. Und wir können alles einfach, was wir wollen, sagt er. Es gibt noch eine Weltneuheit, die sehen wir ja schon ganz kurz. Was hast du damit reingebaut jetzt? Hi, also, もちろんね、懐かしのタイトルからのコンテンツだけではなくて、今回ファイナルファンタジーシリーズでは初となる対人戦 PVP、プレイヤー同士の熱い戦いが繰り広げられるバトルグラウンドも用意されてますので、ぜひ、ね、そちらも注目してほしいと思います。Vielleicht eine Sache, die ein oder andere von euch vermisst hat: Man kann nicht nur gemeinsam gegen Monster kämpfen, man möchte auch mal gegen andere Spieler kämpfen. Ja, und es gibt sehr viele. Das PVP-System ist jetzt dabei bei Final Fantasy XIV in der Realm Reborn. Also auch Kämpfe zwischen den Spielern sind möglich.もちろんね、PVP というとどうしてもコアゲーマー向けというふうに見えると思うんですけども、ファイナルファンタジー14、RL、リボンはコアプレイヤー向けだけではなく、カジュアルなコンテンツ、パブリックなコンテンツもたくさん用意してあります。皆さんそれぞれライフスタイルに合った遊び方、プレイの仕方がきっと見つかると思いますので、ぜひね、ファイナルファンタジー14、RL、リボン、期待してお待ちください。石田さん sagt natürlich, es ist jetzt eine Frühversion, die wir euch zeigen, aber ich bin sehr begeistert davon und ich möchte nicht nur die Hardcore-Gamer unter euch erreichen, die das Spiel spielen, ich möchte auch die Gelegenheitsspieler ansprechen. Ich will mal sagen, Mensch, 30 Minuten spielen, auch das ist möglich mit verschiedenen Jobs, das möchte ich euch gerne mal zeigen, denn jetzt geht's gleich los.